bin ich echt mal gespannt, was mich da drin erwartet. Wahrscheinlich diese komischen Metallviecher, die man hier schon mal zwischendurch in der Ladesequenz gesehen hat. Oder mich erwartet gar nichts, weil ich keinen Schlüssel habe. Geil. Komm, ihr habt das doch schon gewusst. Und jetzt ist ja bestimmt schon in die Kommentare geschrieben, aber ich lese, oder was heißt, ich lese? Ich lese die ja schon. Aber zwischen dem letzten und diesem Part, da ist keine Zeit vergangen. Das habe ich an einem Stück aufgenommen. Balken, Metall. Ja, aus diesem Metall kann ich mir Barren herstellen, womit ich mir dann Zwergenkram bauen kann. Ich versuche jetzt einfach mal das Schloss zu knacken, vielleicht komme ich ja rein. Aber erstmal nochmal speichern. Ich glaube zwar eher nicht. Oder vielleicht doch, die Ecke war schon mal sehr gut. Wow, ich habe es geschafft. Ich bin ja voll der Experte. Level 21. Gesundheit. Ja, irgendwie... Boah! Krasse Axt. Irgendwie vernachlässige ich im Moment die Magie. Komisch. Hinsetzen. Steinstuhl. Der hört sich sehr bequem an. Aber wenn wir schon mal bei Fertigkeiten sind, was macht denn unser Schlösserknacken? Da! Erfordert 50. Du kannst Schlösser knacken, ohne entdeckt zu werden. Auch wenn da überall Leute rumlaufen, werde ich nicht entdeckt. Krass. Da fällt mir ein, Lydia. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Nimm doch mal diese richtig dicke Axt, die ich gerade gefunden habe. Dann mal los. Ja, benutzt die auch, hoffe ich. Hat die jetzt? Nö, noch nicht. Vielleicht gleich. Oder ich nehme mir das andere Schwert wieder ab, dann sollte sie ja nur noch die Axt haben. Da ist mein Pferd. Ja, fein. Manno. Eine geile Ruine und ich komme nicht rein. Aber was haben wir denn hier noch auf der Uhr? Ein Haufen Wölfe. Nicht mit meinem Pferd. Ist dem Wolf eine getreten. Oh. Sauber. Lydia hat meinem Pferd erstmal einen Pfeil verpasst. Danke, Lydia. Ah ne, der Wolf ist leer, wie man so schön sagt. Eins, zwei, und wo ist der dritte? Hm, anscheinend wohl nicht hier. Guck mal, ein riesiges Loch auf dem Boden. Ein Krater. Höher. Aber ich dachte, hier wäre was Schönes. Hier ist ja gar nichts. Wölfe? Oh, da ist ein Wolf.
Bäm! Boah, ein super Kill aus der Innenperspektive. Da ist eine Ziege und Lydia da hinten noch. Ist es so schlau, sich mit Riesen anzulegen? Ich bin mir nicht sicher. Dunstklippenlager entdeckt. Da ist ein Riese, so wie das aussieht. Lydia ist bereit. Ich hoffe, da ist wirklich nur ein Riese. Und? Gefällt euch das? Ja, komm, das gefällt dir. Wenn der mir eine gibt, bin ich erstmal... Boah! Wo ist Lydia hin? Oh! Hat er die in den Boden reingehauen? Nein, Riese, das willst du doch nicht wirklich. Oh, lecker. Lecker Fleisch. Oh, ich habe ihn in das Bein getroffen. Oh. Ich höre Lydia wieder, glaube ich. Boah, ich hoffe, ich habe das Mammut nicht getroffen. Ich habe das Mammut getroffen. Jetzt versteckt sich der Riese da um die Ecke. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Hallo, Riese. Boah, krass. Ich hoffe, der Mammut ist weit genug von mir weg. Sonst habe ich da ein kleines Problem. Da ist der Mammut. Zack, im Auge. Und in den Arsch noch. Boah, die halten aber mal richtig hart aus. Nein, das Mammut will doch nicht wirklich hier hoch, oder? Komm schon! Ich hab den doch genau ins Auge getroffen. Komm schon, der Riese muss weg. Komm, ein Schuss noch. In der Zeit beschäftige ich mich mal kurz mit dem Mammut. Wo der Riese da auf Feige macht. Vor allem muss ich gerade sagen, der hier auf so einen Stein hockt. Ja, Riese, brennen! Das ist toll! Riese war gerade super geschwächt. Also wenn er gegen so Viecher kämpft, sucht er eine Stelle, wo die nicht hin könnt. Blapp. Boah. Ich komme nicht dran. Boah. Lass Lydia in Ruhe, Mann. Haut es ab, hat es genug von mir. So, die Frage ist jetzt, warum habe ich drei Ziele plötzlich oben drauf? Das Mammut macht mir Angst. Boah, der Gold. Ih, ein Riesenzeh. Oberhand gewinnen. Oh.
Mammut kommt. Komm jetzt aber, nein. Flamme an. Doch das ist gerade sehr gut. Ich burn ihm den Kopf weg. Mann, ist das heftig. Interessiert denn so gut wie gar nicht, was ich hier mache. Regeneriert er sich? Nein, komm. Das wollen wir doch beide nicht. Und ja, sauber. Okay, das war mein erster Kampf gegen den Riesen und den Mammut gleichzeitig. Total super spektakulär. Krass, ist der sich hier entfernt. Jo. lecker Pferd. Die Truhe des Riesen. Gut, jetzt habe ich schon mal 3 Bärenpelze. 2 habe ich noch in meinem Lager. Ist nochmal lecker. Lecker Ratte, lecker Fisch. Boah, ich wollte schon sagen, also gut, mein Pferd ist da hinten. Stufe Adept. Nein! Finde ich auch so blöd. Ich habe so eine riesen Axt im Gepäck und ich kann die Truhe nicht aufschlagen. So. Das MZ Luft. Oh, guck mal, hier war doch noch was. Okay, Schnellreisefunktion werde ich mal aktivieren. Wohin denn? Das sieht doch ganz interessant aus. Nach Ustengraf. Müsste ich aber nach Moortal und dann einmal so um die Ecke reiten. Ich gehe mal eben... Ja, wo gehen wir hin? Ich würde sagen, ich reite mal von hier darüber und von da aus darüber. Ist ja nur ein Katzensprung. Zur Bruchzahnhöhle. Ach, hier war es mit den Vampiren. Und jetzt nach Nordwesten. Also einfach so schräg rüber. Da wird auch schon wieder was angezeigt auf meiner Map oben. Oh, ein Monument. Ein Denkmal, was liegt denn hier? Nichts von Interesse kann liegen bleiben, weiter geht's. Und nichts auf meiner Map gerade oben zu sehen in der Richtung? Nein, nein. Nirgendwo was zu sehen. Na gut, da ist jetzt so eine Kirche, Stadt abgebildet, Dorf, wie auch immer. Ach stimmt, das war doch schon auf halbem Weg. Dann haben wir die Hälfte schon geschafft. Natürlich mit Zwischenstopp, was auch immer sein mag. Da oben ist noch ein Lager. Da ist die Stadt. Ach ja klar, Städtesymbol. Ist klar. Rohkick-Stadt entdeckt. Ich glaube, der möchte mit mir reden. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Oh,
Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Das war's? Ich soll ein Museum besuchen? Mann, sind die bescheuert hier. Das sieht mehr aus wie die Taverne. Wie heißt sie denn? Rosa, ne, Roche, irgendwas 3. Gut, übersetzt ist es Frostfurcht. Mein Vater Mralki führt die Taverne. Er war früher ein Soldat. Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht, könnt ihr bei mir beides bekommen. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Drache. Töte den Riesen in Lager Schlafbaum. Ich muss schon wieder einen Riesen töten. Ich möchte ein Zimmer mieten. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ja? Ma, misch ich nicht ein. Lasst mich wissen. 8 Stunden ist okay. Schön 8 Stunden hier reinlegen und ausgeruht losstapfen wieder. Wenn ihr sonst noch etwas braucht. Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht, könnt ihr bei mir beides bekommen. So, ich soll einen Riesen töten, sagte er gerade. Wenn ich demnach die Quest anklicke mit dem Riesen, dann müsste die doch hier in der Nähe irgendwo aufpoppen. Ey, krass, den habe ich gerade getötet. Oder da ist jetzt ein neuer Riese drin, aber normalerweise war der doch tot. Oh! Da ist ein Mammut aufgepoppt. Nee, es ist ein neuer Riese. Die Frage ist nur, von wo ich ihn am besten bekämpfen kann. Von dem Felsen hier kommt er wahrscheinlich hin. Ich versuche einfach mal. Kleinen Headshot. Oder in die Brust. In den Rücken. Ohne Scheiß, die Mammuts sind mit dem gekoppelt. Mann, das dauert ja wieder ewig hier. Okay, wo ist der Riese? Wo ist der Riese? Da ist der Riese. Wenn ich in die Beine schieße, müsste dort eigentlich langsamer laufen. Rein theoretisch. Schnell laufen. Boah! Den haben wir mal eingegeben jetzt. Nicht, dass das weh tat oder so, aber war doch schon heftig. Da ist er wieder. Lauf! Alter, wo ist denn mein Bogen? Ach ja, auf 5 war der. Boah, ich häng fest. Oh, mir geht's gar nicht gut. Cool, ein Drache kommt auch noch. Oh, machen wir mal Folgendes. Ich nehme mal eben Ausdauertrinken. Und Gesundheit. Jetzt kann ich hier schnell wegrasen. Geil, Skelette haben wir auch noch. Juhu!
und ein Riesenmammut. Da ist noch ein Riesenmammut. Wirklich, ich glaube, ich muss kapitulieren. Alles geht nicht. Oder vielleicht doch. Oh, Mammut kommt näher. Oh! Komm, Drache, schnapp sie dir! Ich muss ja eigentlich nur irgendwo drauf, wo ich meine Ruhe habe. Ich glaube, hier bin ich so ein bisschen... Oder auch nicht. Oh... Das ist halt so ein schöner Drache. Oh, ich bin zu nah dran. Da ist der Riese. Riese ist gleich platt. Dann verpiss ich mich. Verpiss mich jetzt schon. Weg! Und ich glaube eh, dass ich neu laden muss. Weil Lydia ist schon lange nicht mehr da gewesen. Ist bestimmt tot. Das macht der Riese nicht, oder? Ha! Riese auf 1 Uhr. Oh je. Boah, krass. Nehmen wir das noch. Elfen. Oh. Hau ab, Mann. Ich muss hier unbedingt weg. Okay, die Mammuts sind wieder einigermaßen friedlich. Das ist nur noch der Drache da hinten, der gerade sich verpisst. Oh, oh. Ich muss jetzt eh einmal Schnellreise klicken, weil sonst, oh. Weil Lydia jetzt eh weg ist, muss ich eh neu laden. Es war scheiße, aber ist so. Ah, sauber, da sind wir doch wieder komplett. Den Drachen kriege ich auch noch später. Alles klar, dann sag ich mal bis zum nächsten Part. Denkt euch als Bauer niederzulassen, seid ihr hier am richtigen Ort. Nein, Bauer ist langweilig. Tschö.